Woche 1 von unserer Smartphone Challenge. Das Thema dieser Woche sind Blumen. Das heißt, wir fangen direkt schon in einem Blumenmeer an und werden uns natürlich auch mit challengen. Als allererstes kontrolliert auf jeden Fall schon mal die Einstellungen von eurem Smartphone. Ich hoffe, ihr habt das Video dazu gesehen, wie man am besten sein Handy dazu einstellt, um die Bilder optimal machen zu können. Nummer 1, bei mir ist die Auflösung auf die höchste Auflösung direkt eingestellt. Ich habe den Blitz ausgestellt, manuell scharf stellen, Belichtung auch manuell einstellen und das Gitternetz einblenden. Ihr erinnert euch, Drittelregel und so. Wenn ihr das gemacht habt, dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich suche mir mal direkt eine Blume raus. Ich habe mir hier so eine halboffene Tulpe schon rausgesucht und werde die direkt mal fotografieren. Ich stelle manuell scharf. Hier mit dem Daumen einmal drauf tippen. Schön herangehen. Ein bisschen Tiefe versuchen mit reinzubringen, indem man zum Beispiel hier eine Linienführung mit reinkriegt und dann kann man, wenn es noch nicht ganz passt, die Belichtung manuell noch mal einstellen. Ist fürs Erste okay, aber noch nicht so hübsch. Das heißt, wir suchen uns noch mal ein bisschen was anderes. Was mir an dem Bild noch nicht gefällt, ist, dass der Hintergrund noch viel zu unruhig ist. Ich habe viel zu viel Erde drauf. Und eigentlich mein Objekt ist noch nicht so zentriert, wie es sein sollte. Also der Fokus ist nicht ausschließlich auf meiner hübschen Tulpe, die ich mir ausgesucht habe, sondern immer noch viel zu viel auf dem ganzen Beet. Ich suche mir irgendwas aus, wo ich denke, dass der Hintergrund ein bisschen homogener ist. Zum Beispiel in diese Richtung. Zum Glück ist die Sonne weg, sonst müsste ich mir jetzt selber Schatten machen. Und ich möchte mir hier eine von diesen... Naja, das ist doch ganz gut hier. Von diesen wunderschönen Blumenarrangements in den Fokus holen. Ich nehme jetzt das Gitterkreuz, die untere rechte Ecke, fokussiere manuell, gehe schön nah ran und löse aus. Nehmen wir mal das obere Drittel, hier so ein bisschen. Zack. Genau. So. Man sieht jetzt im Unterschied zum Bild vorher, ich habe einheitliche Farben, ich habe wenige Farben, ich habe ganz wenig Hintergrund. Wir haben eine super schöne Bildaufteilung. Ich kann es ja vielleicht hier auch noch mal zeigen. Das war der Versuch Nummer 1. Sehr unruhig. Mein Objekt nicht im Vordergrund, so wie es sein soll. Viel Ablenkung im Bild. Genau. Und wenn man jetzt noch mal in die Evolution reingeht, damit wäre ich zufrieden. So, was noch ganz wichtig wäre, wenn wir uns eine Blume ausgesucht haben, dann gehen wir ein bisschen näher ran, so dass wir die Blume schön im Vordergrund haben und dann quasi einen schönen Hintergrund haben. Hier jetzt natürlich das Schloss, was sehr, sehr schön aussieht. Das kann man sehr schön einbinden. Und dadurch verändere ich quasi auch die Perspektive. Ich habe nicht mehr nur ein Blumenmeer, sondern suche mir eine schöne Blume raus. Habe die ganze Erde nicht mehr im Hintergrund und habe nämlich ein schönes Schloss im Hintergrund. Und dann platziere ich quasi nach der Drittelregel die Blume so, dass die im Vordergrund ist, am besten auf einer dieser Schnittstellen. Und dann das Schloss im Hintergrund, am besten auf der horizontalen Linie. Wir zeigen euch später mal, wie das Bild dann aussieht. Und dadurch kriegt man halt einen sehr schönen Blickwinkel, ne? Und eine schöne Perspektive in dem Bild. Ich habe einen Vordergrund, was sehr gut ist, und ich habe einen schönen Hintergrund. Das sind noch so die Dinge, die man beachten muss. Probiert es doch gerne mal aus und wir sind gespannt auf eure Ergebnisse.